Willkommen zum vermutlich letzten Part von Bowser's Fury, und Bowser ist auch schon da, um uns gebührend zu begrüßen. Heute sammeln wir die letzten Insignien, ohne von Bowser gekillt zu werden am besten auch noch. So, und anfangen tun wir hier mit der Plessy-Münze. Ja, das wird jetzt durch Bowser natürlich kein bisschen einfacher. Aber naja, irgendwann muss sie halt mal gemacht werden. Wo ist die jetzt? Ah, da drüben mal. Ich dachte nicht, die hätte ich schon geholt, aber habe ich scheinbar noch nicht. Naja, kann passieren, dass man die mal vergisst. Genauso wie das Spiel mal seine Framerate vergisst. So. Dann komm, beeil dich, Mario. Und lass dich nicht von der Framerate oder von Bowser aufhalten, weil ich auch einfach diese Dutch Roll hier mache. Damit bin ich, glaube ich, auch ziemlich schnell. So. Na, wie gut, dass Blessy hier schon auf mich wartet. Oh, und Bowser ist weg. Na dann, passt es ja. So. So, wo ist sie jetzt? Hier drüben. Ach, okay, das war's schon. So, wir haben sie. Plessy-Medaillen-Meisterschaft. Okay. War das schon die Insignie hier? Bei der Clubbetriebe? Ja, das war die tatsächlich. Okay, jetzt gucken wir mal, wie wir hier hinkommen. Irgendwie muss es ja auch eine Möglichkeit dazu geben. Ja, dann sehen wir uns da gleich wieder. Ja, also ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber ich habe es durch ein bisschen Trickserei hinbekommen. Weil eigentlich kommt man hier mit Plessy nicht hin. Ich habe es aber mit ein paar Items und ein bisschen rumspringen irgendwie geschafft. Und ja, jetzt bin ich hier und kann mir die Insignie da drüben holen. Ich weiß nicht, wie man genau... Okay, also kann ich das Mario übers Wasser rennen kann. Was zum Teufel sind wir in Super Mario 64 DS, wo Luigi das kann. was wollte ich gerade sagen? Ach, ist egal. Jo, dann sind wir die Insignie und das war's. Leuchten auf einer versteckten Insel. So, na dann wird das ja erledigt. Wo sind denn jetzt noch welche? Ach, die letzte hat mit der Glücksinsel zu tun. Ja, gut. Keine Ahnung, wie man da sonst hinkommen soll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie soll man das denn ohne... Wie soll man das denn ohne der Trickserei, die ich gerade eben gemacht habe, schaffen, ne? Das frage ich mich jetzt gerade. So, und ich würde sagen, letzte Insignie, die schneide ich jetzt einfach mal. Jetzt wissen wir nicht, weil das bis Bowser da ist. Und dann sehen wir uns gleich der Glücksinsel wieder. Wir haben das geschafft, Leute. Danach müssen wir nur noch Bowser in den Hintern treten. Dann haben wir es geschafft. Freut euch dann drauf? Also ich auf jeden Fall. So, hier bei der, wie ist es gleich nochmal, ist hier, die Schlitterschanze hier. Hier bei der Schlitterschanze ist die letzte Glücksinsel und die letzte Insignie. So, jetzt haben wir alle 5 des Katzeninsignie. So. Ja, Bowser verschwindet es leider nochmal. Das ist blöde daran. Ja, komm, jetzt kann man springen. So, herzlichen Glückwunsch, du hast alle Katzeninsignien gesammelt. Es ertönte die Nachricht von der Giga-Glocke. Du bist bereit. Nun geh und setze die geballte Macht der Katzeninsignien ein, um das Monster von seiner Wut zu befreien. Ah, okay, der erscheint doch gleich wieder. Na gut, das erspart mir zumindest Arbeit. Jetzt muss ich nur ein bisschen fallen. Kann ich mich auch einfach zu der Giga-Katzen-Glocke porten? Nein, natürlich nicht. Na gut, dann porte ich mich einfach zum Röhrenturm. Da ist gleich die nächste in der Nähe. Es ist ja egal, welche ich verwende, glaube ich. Es muss ja einfach nur irgendeine Giga-Katzen-Glocke sein. Ich nehme jetzt einfach mal die vom Ödland. So. Es wird Zeit, es zu Ende zu bringen. Und zwar endgültig. So. Und dann ein letztes Mal verwandeln wir uns noch in Gigakatzen-Mario. Also gut, Bowser. Bowser Jr. ist auch dabei. Stimmt, da war ja was. Oh, es sieht diesmal anders aus. Okay. Was geht denn diesmal ab? Also in einem Grund ist er diesmal silber, ne? Okay, irgendeine neue Form von ihm oder was soll das jetzt? So, nimm das. Oh cool, ich habe ihn in irgendwas reingerammt. So, und jetzt nimm den hier. Aber er hat auch wieder volle KP tatsächlich. Na dann, ne? Aber sieht das irgendwie geil aus in Silber, ne? Beziehungsweise ist nicht nur Silber, es ist auch noch eher grau. Ups. Achtung, da kommt der. Oh scheiße, stimmt, der zeigt ja dann so eine Druckwelle damit. So. Fuck. Wo kommt sie runter? So. Nächster Treffer. Aber der hält diesmal ziemlich viel aus. Das ist das wahre Finale von Bowser's Fury, wenn man so will. Der True Final Boss. Finde ich aber gut, dass man sowas eingebaut hat. Hätte ich jetzt dem Spiel nicht mehr zugetraut. So, nimm das. Ja, ja. Aber es ist halt leider immer noch das gleiche, wie wir es schon vorher 1000 Mal gehabt haben. Der Kampf ist jetzt nicht sonderlich anders als vorher. Was ich halt ein bisschen schade finde, aber gut. Oh, scheiße, hier sollte ich nicht landen. Oh, jetzt kommst du wieder damit.
Achso, stimmt, das sammelt er ja mehr oder weniger von alleine auf. So, nimm das! Das trifft nicht. Oh, es kommt. Wobei, die Feuerattacke hat er, glaube ich, beim letzten Mal nicht gemacht. Und diese Fußbälle genauso wenig. Aber ich kann man auch auf ihn schleudern, ne? So. Gut. Ist aber in einer blöden Position, ne? Weil ich kann ja da trotzdem noch drauf. Ah, okay, da wird der Bereich aber auch eingegrenzt. Na dann. Gut zu wissen, dass es eine Begrenzung gibt. Auch wenn ich mir das schon vorher gedacht habe. So, wo bist du? Hier bist du. Aber die Musik finde ich auch ziemlich episch. So, was macht er jetzt? Ja, einfach nur ein normales Feuer. Ja, als aus kleiner Mario ist das bedrohlich, aber als großer ist das ein Witz, ehrlich gesagt. Was wirst du damit erreichen? Ich kann mich jetzt einfach hier unten verstecken. Bis du irgendwann fertig bist. Ja, das sind deine anderen Attacken ja viel bedrohlicher. Zum Beispiel das hier. Aua. Ich lässt mich jedes Mal davon verarschen. Da kann man der Attacke nicht so leicht ausweichen. Oh scheiße, jetzt hat er mich an der blöden Stelle erwischt. So. Komm. Nimm das! Ja, aber viel fehlt nicht mehr. Viel fehlt nicht mehr. Dann bist du besiegt. Ja. Was ist das jetzt? Ach, jetzt kommt wieder die Attacke. Ja gut, aber... Also man muss schon sagen, der Boss ist gar nicht mal so scheiße. Er hat zumindest ein gutes breites Angriffsmuster. Oh, scheiße. Und das wiederholen sich die ganzen Attacken nicht einfach nur. Dann bist du mal ausgewichen, ne? So. Was kommt als nächstes von dir? Ach, das Feuer, wie es aussieht. Oh, damit hat er aber jetzt eine gute Reichweite. Also ja, die Attacke ist vielleicht schwach, aber eine gute Reichweite hat er damit. Das kann man ihm nicht, verübeln, ne? So eine Katzenglocke, die ich verwenden kann, ne? Oder habe ich schon alle aufgebraucht? Ich glaube, ich habe tatsächlich schon alle aufgebraucht. Da muss ich es jetzt halt als Giga Mario schaffen, als normaler. Ja, da kann man ja drüber springen. Diese Fußballer kann man ja auch als Waffe verwenden, ne? Aber ich weiß nicht genau wie. Die Säulen. Ach scheiße. Jetzt hat er mich nochmal erwischt. So, wo bist du? Ah, okay, kommt so. Diesmal lasse ich nicht. Oh scheiße, das kann man nämlich ewig halten. Das wäre doch fast, glaube ich, hochgegangen. Ne? So. Nächster Treffer! Oh nein, ich sollte drin nicht stehen bleiben, das verlangsamt mich nur. Ja, auch wenn Giga Mario an sich sowieso schon nicht der schnellste ist. Ja, das kannst du gerne machen, das kann ich gut kontern. Ne? So. Ja, nimm das! Okay, hat getroffen da. Ne? Komm schnell. Nächster Treffer! Okay, noch einer, dann haben wir ihn, glaube ich, besiegt. Ich brauche nochmal so eine Säule. Dann kann ich schnell beenden. Ne? So. Das war's hoffentlich für dich. Und zwar für immer! Was? Wir müssen selbst das nochmal wiederholen? Okay. Naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich so geil finden soll. Das ist eigentlich nur der gleiche Bosskampf nochmal. Oh, scheiße, aber er hat zumindest jetzt eine neue Attacke gelernt. So. Aber ich weiß jetzt nicht, wie man die kontern kann, ne? So. Okay, das konnte schon beim ersten Mal. Ich weiß halt noch nicht mehr, wie der Bosskampf ging. Ich glaube, man muss einfach immer schneller werden. Das ist schon alles, verdammt. Man sollte im besten Fall nicht getroffen werden. Ich gebe mir mal selbst eine Feuerblume. Und ja, doch eine Feuerblume. Nicht, dass mir das irgendwas bringen würde, aber es ist dann halt zumindest ein weiteres Leben. Ne? Stimmt, so kann man ja auch noch schneller werden, aber halt nicht so. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, er springt jetzt auch viel mehr als sonst. So.
Bleib stehen, ne? Oh, 100 Münzen, ne? Wer mich da jetzt nicht getroffen hat, das würde ich auch gerne mal wissen, ne? So. So, Treffer Nummer 1. Und insgesamt 3, wenn ich mich richtig erinnere. So. Überhaupt nicht war es das dann auch wirklich. Obwohl ich mich halt immer noch frage, wie zum Teufel, warum zum Teufel ist Bowser überhaupt so komisch drauf? Beispiel, halt zum einen, warum wurde er zu Fury Bowser und warum kann er sich jetzt auf einmal in so einen Riesen verwandeln? Also, ja, das ist an sich nichts Neues, ich weiß, aber trotzdem eine Erklärung hätte ich dafür schon gerne. Vor allem, er macht das ja diesmal irgendwie nicht freiwillig oder so. Der wird ja offenbar von irgendwas kontrolliert, nur wir wissen halt nicht was. Und bisher haben wir auch keine Erklärung dafür bekommen. Ich denke auch irgendwie, dass es jetzt noch erklärt wird. So. Noch ein weiterer Treffer. Okay, es sind insgesamt 4 und nicht 3. Dann. Ach so, ich dachte, der springt nicht mehr weg, aber er macht es doch noch. Oh, scheiße. Der unter Wasser. Ja, aber leider nicht. Hat es leider nicht gereicht. Aber das war's endgültig. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass er jetzt noch eine dritte neue Phase. Eine komplett neue Phase hat. Das passiert doch eigentlich im Prinzip genau das gleiche wie beim ersten Mal, oder nicht? Bessie wird riesig. Und zerquetscht ihn. Ich finde die Musik aber cool. Okay, sie zerquetscht ihn nicht, sondern er wird einfach weggeschleudert. Ciao. Aber ich glaube, das ist beim letzten Mal nicht passiert. Wobei doch, ich glaube schon, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich auch passiert. So. Na dann war's das. Hoffentlich endgültig. Ich glaube, das Ende war diesmal aber auch ein bisschen anders als sonst. Kann das sein? Naja, das war Bowser's Fury. Diesmal endgültig. Und ja, jetzt kommen wahrscheinlich die ganz normalen Credits. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich habe mein ganzes Urteil über das Spiel schon gefällt. Deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt einfach mal. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim neuen Projekt. Bis dann und ciao. Thank you.
Ach, und das ist jetzt der Preis für die 100%. Ein extra Bild. Naja, warum nicht? Und ich glaube, wenn ich da aufgepasst habe, dann hat man da sogar tatsächlich die ganze Story hinter Bowser's Fury gelernt. Nämlich, dass Bowser Jr. Bowser mit schwarzer Farbe angemalt hat und deswegen ist er so durchgedreht. Okay, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Gut, das war's dann jetzt aber auch wirklich. Bis dann und ciao.